Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Village. Der Söldnermodus steht uns bevor. Ein Level haben wir im letzten Part bereits auf Rang S bringen können. Jetzt kommt Level Nummer 2, das Schloss. Ja, tue ich. Ich halte mich bereit. Ist an sich schon mal nicht schlecht, der Modus. Ich habe mich außerdem in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen über den Modus informiert. Zum einen, die Strategie, die ich mit dem Snipergewehr mache, ist eine von den Strategien, die durchaus empfohlen wird online. Oh, yeah. Dementsprechend habe ich da schon einmal eine recht gute Entscheidung getroffen. Zum einen. Zum anderen habe ich gelesen, bei jedem einzelnen Level kriegt man, wenn man Rang B erreicht hat, beim nächsten, also bei allen zukünftigen Versuchen danach in dem Level, 5000 Lei mehr. Mit anderen Worten, es ist empfehlenswert, wenn man sich beim ersten Versuch nicht zu sehr darauf versteift. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ja, ja. Ah, verdammt, stimmt ja. Ich muss ja erstmal das Snipergewehr kaufen. Damit kannst du ganze Herden abschlachten. Mhm. So, erstmal aufwerten. Ja, oder? Ja, komm. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Wenn ich die jetzt noch verkaufen würde, tue ich mich zwar schwer mit, aber... Na komm, nee, ich lasse es erstmal so. Ja, also wenn man sich beim ersten Mal, wenn man beim ersten Mal nicht den S-Rang schafft, ist das nicht schlimm. Der erste Durchgang dient sowieso erst einmal nur dazu, um quasi das Gebiet kennenzulernen. Achso, ich dachte, das wären zerstörbare Dinger aus irgendeinem... Oh, Grund. Uiuiui. Moment. Ich glaube, das sollte ich nochmal neu starten. An dem muss ich ja, glaube ich, entweder vorbeilaufen oder ich muss ihn von hinten erwischen, weil dort sein Schwachpunkt wahrscheinlich ist. Puh. Och nö, jetzt muss ich hier direkt anfangen? Ach Mann. Uff, das war jetzt natürlich ärgerlich. Okay, ich laufe erstmal vorbei. Hol mir hier die Bonuszeit. Servus, was geht ab? Oder soll er mir sozusagen die ganze Zeit über folgen? Yikes! Ich habe das Gefühl, komme ich gar nicht. Ich glaube, der soll unbesiegbar sein, wie es scheint. Na gut. Na super, der ist so rumgelaufen. Warum denn das? Shit. Schön, wenn die Gegner es mir leicht machen und erstmal nur rumliegen. Ui. Komm schon. Ah. Na, oh nein. So. Na, geht doch. Alles klar. Dann weiß ich schon mal, ab wann ich in der Lage bin, den Typen zu besiegen. Ist erst etwas später möglich, aber sei es drum. Kann ich hier rein? Nein. Okay. So.
Ah ja. Was geht ab? Hi. Uiuiui. Ui. Hi. Oh nein. Ich bin natürlich maximal schlecht gerade gelaufen. War ja sowas von klar. Sehr gut. Noch drei Gegner. Oh, High-Fähigkeit. Fähigkeit. Erlittener Schaden sinkt, Magazinkapazität verdoppelt sich. Hallo! Das ist die Fähigkeit, die ich ja mit dem letzten S-Rang freigeschaltet habe. Ja, sehr gerne. Kann ich sehr gut gebrauchen gerade. Ach, wobei, nachladen hätte ich jetzt nicht machen sollen, wenn nur noch drei Gegner übrig sind. War jetzt unnötig. Oh. Headshot. So, was anderes gibt es hier nicht. Okay. Ja. Da ist auf jeden Fall noch einiges zu verbessern, gerade was die Zeit angeht, ne? Das erste Mal dient sowieso nur dem Hereinschnuppern sozusagen. Willkommen. Vielen Dank. So, wir verkaufen erstmal wieder alles an Pistolen und Flintenmunition, was wir eingesammelt haben. Und schauen, was für Upgrades wir dann damit alles erreichen können. Krass, direkt magisches Magazin gekriegt, da haben wir Glück. Weil ich glaube, die Fähigkeiten, die man freischaltet, die würden nur mit etwas Glück direkt als erstes kommen. Ehrlicher, fairer Tausch. Na, die Rohrbomben und die Minen behalte ich lieber vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Investition, Ethan. Moment. Habe ich. Nee, ich habe nicht nachgeladen. Auf Wiedersehen. Okay, gut. Oh, ja. Yeah. Ich wollte nur noch mal auf Nummer sicher gehen. Dann kann ich noch mal das hier upgraden. Dann habe ich ja jetzt insgesamt 14 Schuss. Ist schon Moment, mal gut. Bitte. Dann, Feuer. Upsa. Mist. So, Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit und noch einmal Schaden. Was? So. Ah, schon gut. Das war's. Jo. Ein gutes Geschäft. Das finde ich auch. Damit ist unser Snipergewehr schon mal ziemlich gut dabei. Stark. Let's go. Uiuiui. Okay. Hier kann man auch nach draußen gehen. Wird hier drauf. Oh, hi. So. Oder hätte ich zuerst durch das Schloss gehen sollen? Ich habe das Gefühl, das wäre besser gewesen. Geil. Oh, hi. Ha, du Idiot. Warum hast du denn bitte deinen Arm gesenkt? Was sollte das denn jetzt? Oh, okay, hier ist jetzt Endstation. Das ist schlecht. Weil wahrscheinlich meine Combo jetzt flöten gehen wird. Wahrscheinlich hätte ich hier erst später hingehen sollen. Fernkampfangriffe verursachen mehr Schaden. Flinten. Sagen wir mal am längeren Hebel. Das würde besser passen. War da was? Nee, ich dachte, da wären... Ah, auf dem Rückweg kommt doch noch ein Gegner. Ja, okay. Aber nur einer. Damit man gerade noch so die Combo aufrechterhalten kann. Ups. Boah, habe ich jetzt drei Gegner mit einem Schuss erledigt? Hat so ausgesehen. Na, wobei nicht mit einem Schuss erledigt, aber zumindest drei mit einem Schuss Schaden gemacht. Jawohl. Okay, oh, hi. Warum kommen immer noch von hinten welche? Krass. Die kommen ja doch schon sehr regelmäßig von beiden Seiten hier, wie ich sehe. Das hätte ich nicht erwartet. Ups.
So. Noch 10. Bams. Das war ein Multikill. Kommt da noch was? Nö. Hä? Shitte. Shit. Na. Die Combo war schon weg, so ein Mist. Also hätte ich zuerst hier reingehen sollen und danach raus. Mein erster Instinkt war auch tatsächlich, mich im Schloss umzusehen, aber naja. Fähigkeit wählen. Irgendwie war ich überrascht davon, dass ich auch rausgehen konnte und habe dann das direkt als nächstes machen wollen. Waffen richten mehr Schaden an, wenn die Angriffe. Ja, dann nehme ich das. Initialschuss ist super. Mehr Schaden, wenn der Gegner noch volle Gesundheit hat, ist mega. Ist mega gut. So. Hole ich mir hier noch die Bonuszeit. Die Frage ist jetzt nur gerade, wo ist das Ziel? Ah, da hinten. Ach du liebe Zeit. Ja, ich könnte jetzt zwar nach oben gehen und nachsehen, ob dort irgendwo noch was zu holen ist. Gerade so... Nein, ich Idiot! Ach, Mann! Ach, das war jetzt mega dumm. Ach. Ich wusste es. Ich wusste, ich würde diesen Kardinalsfehler machen. Kurz vor Levelende noch mal nachladen. Boah, war das dämlich. Scheiße. Na. Ich hätte jetzt so schön viel Bonus-Munition geschenkt bekommen können. Aber nein... Ach nee. Ich krieg hier zwar noch ein bisschen Muni, aber trotzdem. Das ist jetzt mega dumm. Ah. Ich mache jetzt trotzdem nochmal die Magazingröße hoch. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Weil, das wird mir sonst zu knapp. Dadurch, dass wir ja erweitertes Magazin haben oder magisches Magazin, erhöht sich nochmal unser Magazin um ein deutliches, wodurch ich auch mehr Munition automatisch habe. Ich hoffe, dass das jetzt nur auch reichen wird. Will ich schwer hoffen. Wie immer, so. Ein ehrlicher, fairer Tausch. Komm, die erste Hilfearznei. Ich verkaufe zumindest 3 davon. Eine hebe ich mir vorsichtshalber noch auf. Ja, der Rest bleibt erstmal so. Nochmal die Feuerkraft, würde ich sagen. Moment, bitte. Und soll ich nochmal die Magazingröße auf 13? Dann wäre das Magazin ja durch magisches Magazin auf 26 gestiegen. Ja, komm. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Und nach Feuerrate mache ich jetzt auch nochmal hoch. So. Danke. Ich habe jetzt fast so viel im Magazin, wie ich noch an Munition übrig habe. Ach, ich hätte einfach nochmal 11 Schuss oder 10 Schuss mehr haben können. Ich glaube, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie viel noch im Magazin gewesen ist. Ich habe da nicht drauf geachtet, als ich aus Versehen auf die Viereck-Taste gehämmert habe. Oh, Sau. Wie der noch Deckung gesucht hat quasi. Ems? Was haben wir denn? Oh, Fernkampfangriffe, Angriffskraft steigt, Bewegungsgeschwindigkeit sinkt. Nee, lieber das hier. Nochmal am längeren Hebel. Passt. Ach, da, raus. Oder kann ich da auch? Ich kann da auch lang, okay. Combo gerade noch so aufrecht erhalten. Oh, scheiße. Nein! Ich lass dich nicht gehen! Du gehörst mir! Nur mir! Mach einen Kopf zu. So. Oben könnte noch was sein, aber... ich würde es nicht riskieren, ehrlich gesagt. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Scheiße. Jawohl. Mist!
Oh, scheiße. Fliegende. Was? Sackgesicht. Scheiße. So. Da ist noch Bonuszeit. Ich sehe leider keine neuen Gegner hier. Was jetzt blöd ist, beim Wechsel kein Blocken mehr, Bewegungsgeschwindigkeit steigt. Ja, komm. Meine Angriffskraft passt einigermaßen. Wenn ich mich schneller bewegen kann, ist das jetzt momentan eher von Vorteil. Okay. Headshot. Oh, hi. Wie schön der hier oben auf mich gewartet hat. Den Weg ist endlich zu mir gefunden. Ich will nicht sterben. Tja, Pech gehabt. Okay, 48 Gegner sind noch verfügbar. Ups. Nein! Ah, zweimal daneben gesammelt, das gibt's ja nicht. Oha, ich habe aber nochmal ordentlich Sniper-Munition dazugekriegt. Sehr schön. Ich freue mich. Liebe Zeit. Puh. Ah, na toll. Kann ich von da unten einen snipen? Oder von hier oben aus einen dort unten? Scheinbar nicht. Hä? War hier nicht noch... Habe ich nicht noch eine blaue Kugel? Nee, die war unten, oder? Ja. Mein Fehler. Schitte. Ja. Ich wusste es. Ich habe noch einen gehört. Oh, 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 oh. So, Fernkampfangriffe, Herr der Flinten, am längeren Hebel auf jeden Fall. Noch zwei Gegner. Ich sollte auch nicht nachladen, weil es wurde ja auch gesagt, dass die Munition, die ich noch übrig habe, auch noch als Bonuspunkte weiterverwertet wird. Dementsprechend, ja. Wo ist der Ausgang? Ich habe ja jetzt alle Gegner. Da oben? Hä? Also hier oder was? Ach nö. Doch nicht. Schiete. Ah. Ach nee, hier doch auch nicht. Ich depp. Scheiße. Wo war denn... Verstehe ich nicht. Hier drüben? Tatsächlich. Oh. Alles klar. Na, jetzt mach doch! Ich drück doch X! Hä? Hallo? Ah, da oben. Oh, Mann. Warum ist mein Blick automatisch nach unten gewandert? Oh, da ist jetzt nochmal unnötig Zeit ins Land gegangen. Ach, Mist. Ob das für S-Rang gereicht hat... Oh, scheiße, stimmt ja, es kommt ja noch ein Abschnitt, ich Idiot. Willkommen, Ethan. Ups. Stimmt ja, hier gab es ja 4 Abschnitte. Mein Fehler. Flintenmunition 75. Alter, da haben wir aber nochmal ordentlich was in den Arsch geblasen gekriegt. Boah. Das lohnt sich doch noch einmal richtig, das alles zu verkaufen. Geil. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance auf S-Rang. Auch wenn meine Combo jetzt ziemlich oft abgebrochen wurde. Gesehen und gekauft. So, dann schauen wir mal. Auf jeden Fall maximale Feuerkraft, maximale Nachladegeschwindigkeit und Magazingröße können wir auch noch hochsetzen.
Von dem Restgeld könnte ich mir... Das ist ein sehr gefragtes Produkt. ...davon noch was kaufen. Wähle mit Bedacht. Dein Leben könnte davon abhängen. Da das sowieso der letzte Abschnitt ist, kaufe ich auch das letzte Magazingröße-Upgrade. Ich könnte jetzt hier nochmal die Pistole vorsichtshalber verbessern, auch wenn ich sie wahrscheinlich nicht nutzen werde. Aber man weiß ja nie, ne? Wo soll ich sonst das Geld reinstecken, ne? Danke für deine Treue. Jo. Ich dachte für einen Moment, da liegt noch ein bisschen Sniper-Munition rum. So. Na dann, Waldmanns Heil. Ich bin gespannt, ob ich es doch noch gerade so zu S-Rang schaffen werde. Werde ich ja gleich sehen. Nimm mal den Arm runter, feiner Kerl. Och, wie schön er auf mich hört. Haha. Geil. Oh, shit. Selbst wenn ich ihn bei seiner Schwachstelle erwische, macht mein Sniper-Gewehr schon so viel Damage, dass der instant tot umfällt. Super gut. Oh, da war was. Erste Hilfe-Arzt. Nein, ja, ist okay. Scheiße. Scheiße. Oh. Gerade noch so die Combo aufrecht erhalten. Dachte ich's mir. Jetzt beim letzten Mal, da werden sie hier oben sicher auch noch Gegner hinpacken. War da? Jo. Ha! Der liegt einfach nur da, um meine Combo noch aufrecht zu erhalten, wenn ich hier hinlaufe, oder? Voll gut. Finde ich super. Okay. Also Türen, die hier zu sind, die bleiben auch zu. So wie ich das gesehen habe. Shitte. Ha! Voll erwischt, hat aber leider nicht alles abgezogen. Wo ist sie hin? Bam! Okay, mit Donner habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet als Gegner. Die ist verdammt flink. Mit dem Snipergewehr sie in anderen Leveln auch noch zu erwischen, wird schwierig. Schwierig, aber nicht unmöglich. Ah, geil. Boah, der ist näher ran gekommen, als ich dachte. Ups. Oh nein, oh nein. So. Oh oh. Erwischt. Erwischt. Oh, hei, 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 hei. Was geht ab? Arme Sau. Opfer von Heisenbergs Experimenten. Habe ich da noch einen rumhuschen sehen? Nein. Ah. War nur die Waffe von dem, die ich da wohl gesehen habe. Lag hier? Nein. Hinten Munition, ja. Boah, Bonuszeit. Geil. Und ich glaube, da ist sogar der Ausgang. Nee, der Ausgang. Au, oh, hi. Der Ausgang wird mir da hinten schon angezeigt. Mein Fehler. Aber ich habe noch so viele. Nein, Gegner! Shit. Ah, ich habe ihn noch erwischt. Gerade so noch. Oh, Scheiße, da habe ich eine Fähigkeit übersehen. Die brauche ich doch. Fähigkeit wählen. Ah, nein! War jetzt aus Versehen. Okay. Aber einsammeln werde ich die Kohle da jetzt nicht. Da habe ich Angst, dass meine Combo jetzt endgültig flöten geht. Oh. Gerade so, sehr gut.
Ich will hoffen, dass der Rest der Gegner hier noch auftauchen wird. Das sieht schon mal gut aus. So, den direkt aus dem Leben nehmen. Oh, 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 oh. Alter. Ist hier irgendwo ein explosives Fass in der Nähe? Scheiße. Ich glaube nicht. Das ist nicht gut. Aua. Na toll. Ich glaube, seine Panzerung kann ich überhaupt nicht mit meinem Sniper durchdringen, oder? Ich hatte gehofft, nach genügend Schüssen würde der umkippen. Nö. Scheiße. Ich guck noch einmal. Hier muss doch irgendwo was sein. Explosives Fass oder sowas in der Art. Aber hier ist gar nichts. Hier ist eine Bonuszeit ganz unten, na toll. Bringt mir herzlich wenig. Und jetzt, wenn er schnell genug ist, kann er mich hier einsperren. Ja, nee, vergiss es. Abgeschlossen. Scheiße. Das war jetzt blöd. Oh, wir haben fast 1 Million zusammen. Hätte ich den Typen früher ignoriert, dann hätte ich es geschafft. Rang A, scheiße. Ach, ist das ärgerlich. Ich bin bestimmt, ich wette mit euch, mit 1 Million hätte ich S-Rang gekriegt. Ich habe aber keine Ahnung mehr gehabt, wo jetzt noch die letzten 6 Gegner hätten sein können. Und ich weiß nicht, wie ich den letzten Gegner hätte erledigen können. Ach, scheiße. Na, ja, ja, egal, was soll's. Okay, Leute, von der Zeit her, ja, das hat schon ziemlich lange gedauert, das Schloss. Und ein zweites Mal würde die Zeit von dem Part sprengen. Deswegen probiere ich jetzt mal das Level Fabrik an der Stelle aus. Das hat ja nur 2 Abschnitte. Das können wir uns nochmal eben gönnen, bevor ich den Part beende, würde ich sagen. Ne? Vielleicht kann ich da auch schon mal Rang B oder A erreichen. Ah, aber das ärgert mich jetzt schon. Zu Diensten. Das eine Mal, wo ich aus Versehen nachgeladen habe, das Snipergewehr, und das eine Mal, wo ich es nicht geschafft habe, den Typen am Ende zu erledigen. Moment, hätte ich nicht Rohrbomben oder Minen benutzen können? Da komme ich jetzt erst drauf. Herrgott nochmal, ich hätte es wenigstens ausprobieren sollen. Das hätte es wahrscheinlich gebracht. Explosive Sachen. Ich das, kaufe das, weil du es bist. Nur, dass du es weißt. Das wäre es wahrscheinlich gewesen. Ach. Ach, ist das dumm. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. So ein Mist, wirklich. Upsa. Hm? Was? Ah, schon gut. Das war's. Ein gutes Geschäft. Das muss... Mann. Wenigstens ausprobieren. Keine Ahnung, ob es was gebracht hätte, aber ne? Besser ausprobieren, als jetzt doof zu sein. Sagen wir es mal so. Oioioi, 64 Gegner. Könnte seine Zeit dauern, bis wir hier durch sind. Da hinten liegt aber keiner. Ich sehe zumindest keine Gesundheitsleiste dort. So. Oha. Na toll. So. Oh, hi. Oh, dass ich den einen jetzt noch im Arm erwischt habe, war mega Glück. Oh, oh. Knäppchen. Eine Mine habe ich hier gefunden. Ich werde das gleich beim nächsten schwer gepanzerten Typen ausprobieren. Die wird es hier sicher auch geben.
Scheiße! Ausgerechnet jetzt ist das Magazin leer gewesen. Ah, dumm. Jetzt habe ich an ihm vorbeigeschossen. Wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich mir das Ding, also dieses Explosivfass für irgendetwas aufbewahren, was voll gepanzert ist. Okay. Ah, da Scharfschützenmuni. Geil. Genau dann, wenn ich sie brauche, ist sie da. Halleluja. Mist. Dafür ist meine Combo jetzt flöten gegangen. Hi. Hast du fein das Ding kaputt gemacht? Scheiße. So, oh Scheiße, stimmt da. Ah! Das war doof. Nein, ach komm! Ah. Beim letzten Level, da habe ich zu viel nachgeladen auf einmal. Jetzt lade ich zu wenig nach. Mein Magazin ist doch viel zu klein noch am Anfang. Ach komm! So eine Scheiße! So. Alter! Jetzt läuft's auch maximal schlecht, oder? Oh nee. Ha! Den Arsch weggeschossen. Ach komm. So. Kopfschüsse verursachen mehr Schaden. Ja, komm. Ach nö. Ich dachte, hier würde es weitergehen von wegen. Na super. Und wo soll ich sonst lang? Ah, da! Das ist noch offen. Okay. Maximale Gesundheit steigt beim Angriff mit Schusswaffe. Lieber Zeitlupe. Habe ich mehr Zeit zum Snipern. War hier was? Jo. Wie doof der einfach nur da stand. Schön. Ah, oh, schon wieder. Oh Scheiße. Ich hab noch versucht, L1 zu drücken. Dumm. Oh je, meine Munition geht zur Neige. Das ist gar nicht gut. Achso, öffnen kann ich es ja gar nicht. Na super. Fähigkeit wählen. Nahkampf, nein, beim Wechsel zwischen Gegnern. Ja. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Scheiße. Oh, 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 oh. Wagst du es uns herauszufordern? Fähigkeit wählen. Scheiße. Bewegungsgeschwindigkeit möchte ich nur ungern opfern.
Shit. Ist ja gut, Mädel. Shit, ich habe nur noch einen einzigen Schuss. Ich stopfe deine offene Kehle mit Würmern. Nein, danke. Ah, oh, jetzt ist gerade maximal schlecht alles. Da, Scharfschützen-Muni. Danke. Ja. Minen verursachen Damage bei dem, allerdings weniger als ich dachte, und sie packen die Panzerung weg. Ja, seht ihr, hätte ich das mal eher gemacht. Shit. Damit hätte ich den letzten Gegner im letzten Level auf jeden Fall noch erledigen können. Danach wären wahrscheinlich die anderen Gegner noch gespawnt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ist er schon down? Sieht so aus, ne? Jetzt geh schon! Also, down meine ich. Ja. So, beim Wechsel zwischen Gegnern, Nahkampfangriffe, Angriff richten. Jawohl. Initialschuss, her damit. Das ist super. Ah, hier ist leider nichts. Sonst noch was? Da liegt noch was, aber... Oh. Da oben sind noch Gegner, okay. So. Nein! Okay. Ich dachte, ich hätte wieder aus Versehen seinen Kopf getroffen. Das will ich bei den Viechern nicht, denn dann nehmen sie weniger Schaden. Könnte schon den Ausgang nehmen, aber ich möchte hier natürlich noch ein bisschen abräumen. Allerdings habe ich nur noch 2 Schuss und 14 Gegner. Nicht allzu gute Konditionen, muss ich sagen. Ja, wobei, es lohnt sich eigentlich nicht mehr jetzt noch wegen 2 Gegnern. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Nicht so. Scheiße. Oh wow. Sei mein Spielgefährte. Hat dein Weg dich endlich zu mir geführt? Irgendwann kommen sie alle. Alter, jetzt kommen auf einmal 2 von denen? Wirklich? Nein, nein, nein. Scheiße. Ich würde sagen, da sollte ich die Grenze ziehen. Oh, ich habe meine Munition. Ah ne, ich habe wahrscheinlich noch so viel automatisch. Ich hatte vorher schon wahrscheinlich so viel übrig. Irgendwann kommen sie alle. Wow. Warum tust du das? Alter, du Sau. Scheiße. Warum? Warum tust du das? Mein Körper! Was soll das werden? Vielleicht tue ich das, weil du mich töten willst und ich ein Problem damit hab? Nur mal so ein Tipp. Alter, what the fuck? Es ist so kalt! Du bist tot, verdammt! Ja, aber ich krieg die so langsam erst erledigt, das lohnt sich kaum, oder? Ah, egal. Scheiße! Nein! Liebst du mich nicht? Och ja, du bist ein Schatz. Ist klar. Versuchst du meinen Appetit? Lass das! Nö. Ich will nicht sterben!
Ach komm. Eine von denen reicht jetzt. Ich habe damit zu viel Zeit verschwendet. Wegen einem Gegner, das lohnt sich überhaupt nicht. Ja. Ich glaube, nur mit dem Snipergewehr hier rumzuhantieren ist ein bisschen ein Nachteil, wie man sieht. Ist nicht so gut. Scheiße. Ein Abschnitt erwarten wird. Du möchtest etwas kaufen? Hm? Was? Ah, schon gut. Das war's. So. Ankaufen. Ordentlich Flintenmunition. Pistolenmunition würde ich sagen, verkaufe ich jetzt nur 72. Den Rest behalte ich. Na stimmt, Minen und Rohrbomben hätte ich gegen die Tanten jetzt auch einsetzen können. Ich denke daran aber auch diese immer Hände erst dann, sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Wenn es schon zu spät ist. Es ist unfassbar. Danke für deine... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann ja noch was werden, hier S-Rang zu machen. Möglich ist es auf jeden Fall, ne? So viel steht fest. Nice. Wie schön sie jetzt alle wie Schießbudenfiguren da langgelaufen sind durch die eine Öffnung. Das war herrlich. Kann das ab jetzt immer so sein? Das wäre super. Puh. Ah ja, hi. Schitte. Dumm. So. Jetzt erstmal die Fähigkeit hier holen. Kopfschüsse beim Wechsel zwischen Gegnern. Ja. Nehmen wir das. Pistolenmuni. Oh, hi. Eieieiei. Was haben wir denn hier? Ah, dumm. So, Bonuszeit und hoffentlich auch Bonusmunition. Geil! Zwei auf einen Schlag. Der ist nicht tot. Naja, wobei, wenn einer der Gegner nur noch so wenig Gesundheit hat, sollte ich ihn doch lieber mit der Pistole statt dem Snipergewehr erledigen. Das wäre besser. Ich muss ja nicht extra das Snipergewehr für so wenig Gesundheit noch machen. Bewegungsgeschwindigkeit, das ist doch gut. Jetzt dringend wieder Sniper-Money. Oh, shit. Flinte, schlecht. Komm schon, hier ist überall nur Flintenmunition. Wo ist mal Snipergewehrmunition? Das gibt's doch nicht. Ich habe das Gefühl, ich laufe an der Snipermunition die ganze Zeit vorbei.
ein Dreck. Fähigkeit wählen. Ja. Scheiße. Komm schon, stirb doch. Ey, dass hier nirgendwo Sniper-Munition liegt, das kann doch nicht sein. Ah, endlich. Mein Gott, hat auch lang genug gedauert. Sehr gut. Da ist noch Bonuszeit. Ah ne, da muss ich ja andersrum für laufen. Hier lang, ne? Huch, wo war hier jetzt? Hä? Wo lag denn jetzt die Kohle, die ich gerade gesehen habe? Raff ich nicht. Shit. Ach, da. Oder? Ach, ich weiß es auch nicht mehr. Oh, shit. Sehr gut. Okay. Scheiße. Mann! Wie oft ich daneben schieße, sobald die Muni knapp wird. Gerade dann sollte ich doch besser zielen. Okay, ja. Keine Ahnung. Ich beende das Ganze hier lieber. Ist jetzt zwar schon ein bisschen traurig, muss ich zugestehen, aber was soll's. Vielleicht reicht's ja für B oder A. Für B, gerade so. Ach, alles klar, Leute. Dann würde ich an dieser Stelle für heute Schluss machen und dann schauen wir, dass wir im Schloss und in der Fabrik im nächsten Part den S-Rang schaffen. Ich hoffe, es geht einigermaßen. Also dann, Leute, an der Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!